Hey YouTube, willkommen bei Say What und zum nächsten Unboxing. Das Unboxing vom iPod Touch 4th Generation. Okay, hier sehen wir die Verpackung. Und da ist jetzt noch eine weiße Schutzhülle drum, die mach ich mal auf. Müll weg. Und dann haben wir hier den iPod Touch. 32 GB. Und abheben kann ich das nicht, das heißt, irgendwo ist noch ein Aufkleber drüber. Genau hier unten. Mal gucken, ob wir das nicht abkriegen. Guck mal, hier oben gibt es einen Pfeil. Dann ziehen wir einfach daran, dann wird das auch leichter aufgehen. Aufkleber ab. Und wir können das Ganze aufklappen. Und hier liegt der iPod dann in seiner Schale drauf. Was ist noch dabei? Schauen wir mal, da ist noch eine Kurzübersicht drin. Mit Apple-Stickern, zwei kleineren. Dann haben wir hier einmal das USB-Ladekabel mit dem 30-Pin-Dock-Connector und die Headphones von Apple, allerdings ohne ein Mikrofon. Das ist auch nicht weiter schlimm, denn mittlerweile hat der iPod Touch ja das Mikrofon integriert. Damit ist die Kiste leer. Was leider nicht drin ist, das ist ein ja, Stecker für die Wand. Das heißt, man kann ihn nur über den Computer aufladen oder man müsste sich noch einen zusätzlichen Stecker kaufen. Ich habe zum Glück genug davon mittlerweile. Das heißt, ich brauche da keinen mehr, aber das könnten sie ruhig mitliefern. Also Apple ist doch immer sehr sparsam bei dem, was sie da zutun, muss man einfach so sagen. Gut, damit er nicht zerkratzt, lege ich mal dieses komische Tüchlein hier hin. Und dann wollen wir den mal hier abziehen. Hier unten ist wieder die nächste Lasche. Zack. Dann ziehen wir den hier raus. Noch ist er schön am Glänzen. Da kommen aber schnell Kratzer drauf. Ganz sicher. Und jetzt ziehen wir das Folie hier ab mit dem aufgemalten Display. Wow, dieses Ding ist wahnsinnig dünn. Das fällt auf jeden Fall auf. Ich bin aber auch das iPhone 3GS gewohnt und das ist ja sowieso noch mal ein Stückchen dicker als die iPod Touch. Genau. Hier oben sehen wir die Kamera für FaceTime, die Front-Facing-Kamera. Und auf der Rückseite die Rear-Kamera, also die normale Kamera, die auch in HD-Auflösung aufnehmen kann. Die Fotoqualität ist aber nicht so gut wie die vom iPhone 4. Die Videoqualität soll ja mehr oder weniger genauso gut sein. Dann haben wir hier an der Seite, sehen wir, zwei einzelne Button, die sind nicht mehr in einer Wippe. Vielleicht ist die Wippe noch darunter, das mag sein, aber sie sind auf jeden Fall einzeln aufgeführt und durch ein Stückchen aus der Metallhülle getrennt. Machen wir das Display mal an. Das Gerät mal an. Starten es. Es hat auch ein Retina-Display, so wie das iPhone 4. Aber auch hier hat Apple wieder etwas Günstigeres im iPod Touch verbaut. Nämlich, wenn man jetzt etwas seitlich guckt, weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, dann ist die, ja, es ist schwieriger darauf, was zu erkennen. Bei dem iPhone 4 hat man aus fast jedem Winkel eine gute Sicht von dem Display. Das ist hier nicht der Fall. Gut, er lädt auf und dann muss ich das ja eh gleich erstmal mit iTunes synchronisieren. Genau, da kommt schon der Bescheid. Und dann werde ich das jetzt mal tun. Okay. Eine Sache, die gleich auffällt, wenn man das jetzt hier verbinden möchte, ist, dass der Anschluss auf der Rückseite oder auf der Unterseite nicht mehr auf einer geraden Fläche liegt, sondern in der Schräge ist und entsprechend man dieses Gerät aber trotzdem gerade einstecken muss und hier hinten eine Lücke hat. Gut, ist so. Ob das jetzt gut ist oder nicht, darüber lässt sich streiten. Ich denke mal, es ist nicht schlimm. So, dann werde ich ihn jetzt einfach mal synchronisieren.